Da, welchen Snus magst du am liebsten? Gar keinen. YouTube, herzlich willkommen zurück. Der diverse Kanal meldet sich wieder heute am Freitag. Jawohl, das Wochenende steht vor der Tür. Und ich hoffe, ihr habt was Schönes vor am Wochenende, denn am Sonntag wollen wir das um 19 Uhr nochmal ganz cool abschließen mit dem Rosinski Berliner Luft. Jawohl, das war die Werbung in eigener Sache. Okay, und heute kümmern wir uns um einen Snooze. Welche Überraschung. Ja, ich weiß, wir haben im Moment ziemlich viel, aber ich habe ganz, ganz viel hier, aber ich muss erst mal gucken, dass wir das alles weg haben, aber ich habe mich entschlossen, doch nochmal irgendwann nächste Woche nochmal den Schnupftabak einzufügen, weil ich bekomme am Freitag ein neues Paket vom Snuff Store und da sind doch zu interessante Sachen dabei, die muss ich euch, glaube ich, vorher auf jeden Fall zeigen, also keine Angst. Guti, weil vor allen Dingen halten die 5 Gramm Packung von Rosinski auch nicht eine ganze Woche. Die sind dann doch nachher zu schnell leer. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir kümmern uns heute um einen weihnachtlichen Snooze. Und zwar habe ich den zugeschickt bekommen von dem Frank. Erstmal an dieser Stelle ganz, 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 ganz lieben Dank, dass ich in den Geschmack dieses Snoozes kommen durfte. Und zwar kümmern wir uns heute um den Gotlands Jule Snooze, Portion Snooze. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den erstmal an. Und dann gucken wir mal, nach was er schmeckt. Jawohl, also so sieht er aus. Wir haben hier eine blaue Verpackung, natürlich sehr weihnachtlich gemacht. Gotland Snooze. Ja, und wenn wir jetzt mal genau gucken, ja, diese Dose kennen wir schon. Und woher kennen wir sie? Oh, lang, lang, lang ist's her. Cruiser Chew. Cruiser Chew hatte genau die gleiche Dose, auch genau den gleichen Entsorgungslid mit diesem, kann man jetzt hier im Weißen ganz schlecht sehen, mit diesem Kompass, glaube ich, soll es sein. Oder die Himmelsrichtung, der Kompass oder sowas. Ja, also das ist also, sind wir vielleicht dem großen Beweis, dass Cruiser Chew von Gotland Snooze ist. Aber das haben ja auch schon viele gesagt. Gut, okay, ja, Jule Snooze, hier haben wir das dann so ein bisschen weihnachtlich gemacht. Finde ich gar nicht schlecht. Mit Matt Smack of Jule, also mit Geschmack von Weihnacht. Und ja, hier ist dann der Warnhinweis. Wie viel sind hier drin? Ah, schon wieder nichts steht hier drauf. Schade, schade, schade. 20 Gramm, doch, Portion, 20 Gramm, alles klar. Also 20 Gramm sind drin. Okay, dann gucken wir mal an, wie der Ganze überhaupt aussieht hier. Boah, das kriegt ihr jetzt nicht auf hier. So. Ja, so sieht das aus, der Snooze. Wir haben hier auch wieder die normale Portiongröße. Die sind auch von der etwas feuchteren Variante. Ja, und so sieht das Ganze aus. Relativ normal, unspektakulär jetzt von der von den Porschen her, aber ne, das ist, kommt ja auch jetzt nicht so doll auf das Aussehen drauf an, ne, sondern auf den Geschmack. Gut, dann wollen wir das Ganze mal riechen und auch mal testen und ja, dann würde ich sagen, drehen wir mal um. Ja, wie gesagt, in weniger als 11 Monaten ist denn ja auch wieder Weihnachten. Das heißt, wenn ihr jetzt auch keine Lust mehr habt auf Weihnachten, denn bewahrt euch das Video auf und guckt es erst Weihnachten 2016. Das geht natürlich auch. Nein, aber wir wollen es wenigstens mal probieren, weil wir sagen mal, wir holen das nach, weil wir hatten ja nun auch wirklich keinen Weihnachtsnus und das holen wir jetzt einfach nach. Und jetzt natürlich noch ein ganzes Jahr darauf zu warten, wäre denn ja nun auch Quatsch. So, gut, okay, aber wir wollen jetzt mal dran riechen. Ja, hier haben wir gleich den Geruch vom Weihnachtsmarkt. Also es riecht wirklich nach Glühwein, Lebkuchen, Zimt, Gewürznelken, also dieser klassische weihnachtliche Geruch muss unglaublich cool sein im Sommer. Also ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mir den Rest davon einfriere und mir das Ding einfach mal im Sommer reinhau. Das ist bestimmt auch voll die coole Erfahrung. Wobei ich hier finde, wir haben hier einen leichten Touch von Glühwein tatsächlich noch mit drin. Also es riecht manchmal so, als würden wir hier noch so ein bisschen was von Glühwein haben. Manchmal bilde ich mir ein, dass ich hier eine alkoholische Note rausrieche. Das kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde. Aber durchaus riecht es einfach wirklich, ja, typisch Weihnachten, ne? Spekulatius-Kekse, Lebkuchen, Gewürznelken, Zimt, halt diese ganzen weihnachtlichen Sachen. Orange fehlt mir jetzt hier noch ein bisschen. Und Tannengeruch wäre auch cool, aber gut,
Das kriegt man wohl alles dann auch nicht unter einen Hut. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir den mal. Und dann gucken wir mal, ob wir gleich schon was rausfinden. Oder erst 15 Minuten warten müssen. Ja, also wir haben hier einen kleinen lebkuchartigen Geschmack. Das Ganze aber sehr dezent. Also der Geschmack kommt erst ein bisschen später raus. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Aber wir haben hier schon mal einen leichten Lebkuchengeschmack. Und das ist schon mal im ersten Eindruck sehr gut. Und da freut man sich jetzt eigentlich noch, wenn man ihn jetzt länger drin hat, was da alles noch kommt. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Wir machen einen kurzen 15-Minuten-Break und dann sehen wir uns auch schon wieder. Bis gleich. Liebe Freunde, die 15 Minuten sind um. Ja, und ich sage euch Hallo wieder zurück. Ja, der Gürtland Snooze hat seinen ganzen Geschmack entfaltet. Und das einzige Witzige jetzt daran ist eigentlich, dass du dieses wunderbare weihnachtliche Winteraroma im Mund hast, aber auf Salz. So, und das passt da denn irgendwie gar nicht rein. Es kommt manchmal so ein kleiner Salzschub heraus, weil, wissen wir alle, in Snooze ist ja auch Salz enthalten, ne? Aber der kommt leider ein bisschen zu doll hier durch, sodass das Ganze dann irgendwie wirkt, als würde es irgendwie nicht zusammenpassen. Wenn dieser Salzschub nicht da ist, dann muss ich sagen, haben wir ein wirklich ganz, ganz tolles Glühwein, Lebkuchen, Zimtaroma. Also dieses typisch weihnachtliche, wobei hier der Lebkuchen wirklich sehr überwiegt. Ne? Und auch nicht zu viel Zimt ist, was ich wiederum gut finde, weil zu viel Zimt ist dann auch immer, wir kannten das jetzt schon von den Zimt-Snuffs von Toke und McCrystals, also das ist dann ein bisschen too much. Hier ist es ganz gut ausgewogen, also hier haben wir nur einen leichten Zimthauch quasi im Hintergrund und das Ganze wird halt so mit Lebkuchen und Glühwein. Ja, was kostet der eigentlich? Ich habe jetzt nämlich mal geguckt und er kostet umgerechnet, jetzt ist er gerade im Angebot für 1,99, also für 2 Euro. Ist klar, ne? Und sonst kostet er 3 Euro, also auch gar nicht mal so teuer. Und vielleicht solltet ihr ihn einfach mal, wenn ihr ihn bekommt, einfach mal probieren. Schlecht ist er nicht. Für die Weihnachtszeit eigentlich optimal. Ich denke, ich werde ihn mir auch in der Weihnachtszeit dieses Jahr auf jeden Fall auch holen. Und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen damit dazu. Mal gucken. Aber für den finde ich schon gar nicht mal schlecht und den kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Deswegen bekommt der Jule Snooze auch, also Fazit haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, Fazit. Also Fazit, Gotland Snooze macht hier gute Arbeit mit dem Jule Snooze. Bin da relativ von begeistert, bis auf das manchmal ein bisschen viel Salz durchkommt. Da muss ich aber auch sagen, es kommt manchmal auf die Portion auch drauf an. Also einige Portions hast du es gar nicht mit dem Salz und bei einigen hast du es dann doch wieder ein bisschen mehr. Das heißt, es ist wieder so ein Glücksgriff. Wenn du einen hast, wo der Salz nicht so viel ist, ist er durchaus ein sehr, sehr guter Snooze, den ich auch wirklich sehr, sehr gerne mag. Die Stärke, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ne? Ist aber eher im 8 Milligramm Bereich, also durchweg jetzt keine Nikotinbombe, sondern wirklich völlig in Ordnung und haut eigentlich weg. Funktioniert also auch wunderbar. Kann man also ruhig nach dem Weihnachtsessen sich dann auch gönnen. Gut, ja. Alles im Allen ein guter Snooze. Deswegen kriegt er von mir 8 von 10 Punkten. Der Gotland Snooze, Jule Snooze oder Gotlands Jule Snooze. Finde ich ganz super. Solltet ihr euch auf jeden Fall zur nächsten Weihnachtszeit unbedingt mal anschaffen. Wie gesagt, wer jetzt schon testen will, 1,99 bei einem bekannten Shop, der mit Nord anfängt, wenn ihr ihn dann bekommt, könnt ihr gucken, habe ich jetzt gerade hier den Preis raus. ist gerade im Angebot. Gut, das soll es auch gewesen sein für heute. In der nächsten Folge am Montag, Snooze, also Sonntag kommt ja der Rosinski. Und Sonntag nicht vergessen, liebe Freunde, es kommt ja ein neues Lounge. Und zwar wird es ja den ersten Biertest geben auf dem
Zweitkanal, den diverses Bierkanal. Wie gesagt, ich freue mich, möchte mich jetzt schon mal bedanken, dass schon 9 Leute abonniert haben, zumindest aktuell. Vielleicht werden es ja noch 1 oder 2 mehr, sodass wir zum Launch auch tatsächlich ein paar Zuschauer haben, was mich sehr freuen wird, denn bei dem diverses Kanal hatte ich das erstmal noch nicht. Das hat erstmal ziemlich lange gedauert. Also wenn ich mal überlege, 10 Abonnenten, boah, das hat bestimmt fast einen ganzen Monat gedauert oder so. Also wirklich, Dankeschön. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber. Oder beziehungsweise wir, ich rede ja nicht für mich alleine, sondern auch noch für meinen Freund, den ihr dann das erste Mal sehen werdet am Sonntag. Und der freut sich auch schon ganz, ganz doll, vor die Kamera zu treten. Ah, das wird herrlich, interessant. Ja, gut, aber am Montag, nachdem wir den Rosinski und das Bier-Review auf diverses Bier dann auch gemacht haben, geht es am Montag mit Snooze nochmal weiter. Ja, und zwar kümmern wir uns dann um den sagenumwobenen Ethan. Den hat mir nämlich der Michael zugesandt. Dankeschön. Und da wird es höllisch geil. Also, freut euch auf Montag. Wir sehen uns Montag. Tschüss.